Hallo zusammen. Im Namen von ladiestrack.com begrüße ich euch herzlich zum zweiten Vorschauvideo auf ein Superfinal. Und wir glauben, super wird das Final wirklich. Denn der Quali-Sieg bei Rania Chur und der Cup-Sieg der UHC Dietlingen, das ist ganz einfach das Beste, was die Schweizer Frauen-Uni-Hockey im Moment zu bieten hat. Schauen wir doch die zwei Teams ein bisschen vertieft an. Bei Rania Chur, der amtierende Meister, ist auch schon im letzten Jahr nicht als Favorit gestartet. Und trotzdem hat man den Titel geholt. Das zeugt davon, in Chur ist ein gewisses Siegergeld vorhanden und man weiß ganz genau, wie man einen Titel hat. Als Schwäche von Piranha könnte man sagen, dass sie bis jetzt in der Meisterschaft nicht wirklich gefordert wurden, wo im Halbfinale jetzt gelang, wie ab und zu ist die Handbremse gelöst wurde. Von den Spielerinnen von Chur werden wir uns auf den Speaker-Schreck Ladina Schier konzentrieren. Die junge Bündnerin läuft immer wieder auf die Playoffs zur Hochform auf und liefert einen Punkt ab. Und hier auf der Trainerbank sitzt mit der Mirka Anderegg eine Person, die ganz genau weiss, wie man den Titel hat. Und als kleiner Seitenhieb auf die Eishockey, für die Familie Paschel hoffen wir, dass wenigstens hier ein Pokal geholt wird, der etwas länger als 40 Minuten vom Meisterfeier übersteht. Als Fazit, Chur hat genug Routine im Team, weiss, wie man den Titel holt. Die Frage ist aber, ist noch genug Titelhunger vorhanden und kann im richtigen Moment der Schalter umgelegt werden. Beim UHC Dietlingen ist ganz klar die Offensive das Zahnstück vom Team. Die Achse Petra Weiss, Michelle Wicki und Nina Bertschi haben ganz einfach das Prädikat Weltklasse verdient. Doch das führt auch schon bereits zur Schwäche von Dietlingen. Liefert die erste Linie nicht ab, wird es schwierig mit dem Suchen von Torschüssen. Doch die Art und Weise, wie der Halbfinale bestanden wurde, zeugt ganz einfach von einer gewissen mentalen Abgebrühtheit. Gegen das Korps hat man immer wieder Rückstände gedreht und sich praktisch in allerletzten Sekunden ins Superfinale geschossen. Auch der Trainer, der Sascha Reiner, weiss aus langjähriger Playout-Erfahrung ganz genau, wo man ein Spiel gewinnt, wo man mit dem Rücken zur Wand steht. Als Fazit, Dietlingen weiss ganz genau um seine Stärke und hat einen enormen Titelhunger. Doch genau dieser Titelhunger könnte im entscheidenden Moment zum Stolperstein werden. Egal, wie das Spiel ausgeht, wir sind davon überzeugt, am 18. April um 13:30 wird Frauen-Uni-Hockey mit dem Prädikat Weltklasse geliefert. Darum geht in die Kolping Arena, füllt die Halle, macht Party, zeigt, was die Schweizer Uni-Hockey-Szene kann und habt enorm viel Freude.